So, und willkommen zurück zu Bioshock. An der gleichen Stelle, wo wir letztes Mal angefangen haben, fällt mir gerade auf. Also, nicht nur aufgehört haben, sondern wo wir zweimal hintereinander angefangen haben, weil ich ja erstmal woanders lang gelaufen bin. Bist du? Ein Roboter? Ne, so eine provisorische Ballmaschine. Was liegt da? Ionisierter Schrot? Telekinese, okay. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Guter Fortschritt mit dem Telekinese-Plasmid. Hochheben von Objekten aus der Entfernung, kein Problem. Objekte durch den Raum bewegen, kein Problem. Aufhalten eines Projektils ist nicht möglich. Es ist aber möglich, ein sich schnell bewegendes Objekt zu fangen und zu werfen. Das Problem ist nicht das Plasmid. Das Problem ist die Reaktionszeit. Su Shong kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid. Mhm. Okay, da ist ein Plasmid. Telekinese, das ist, was wir suchen. Nehmen wir es mal mit. Plasmide gesammelt. 3. Heben Sie große Objekte allein mit der Kraft Ihrer Gedanken hoch und werfen Sie sie auf Gegner. Was muss man sonst noch wissen? Du kannst keine Slots frei und musst ein Plasmid ersetzen. Du kannst mehr Slots in einem Gavas Garten kaufen. Ersetzte Plasmide können bei einer Genbank neu aufgenommen werden. Okay. Was möchte ich denn ersetzen? Gar nichts eigentlich. Verheeren begegnen im Wassern. Nein, jetzt habe ich Feuer! Oh nein! Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Soll ich mir ein Feuer ersetzen? Nein! Halte linke Maus gedrückt, um zu greifen. Linke Maus ist los, um sie zu werfen und drücke V, um sie fallen zu lassen. Halte linke Maus gedrückt, um Granaten oder Tennisbälle zu fangen. Wollen wir es mal testen? Okay, das geht. Kostet, glaube ich, auch kaum Eve, oder? Doch, ein bisschen, aber nicht viel. Also nicht der Rede wert, was es kostet. Okay, das heißt, ich bin jetzt momentan auf den Waffenkampf eingesetzt. Ich habe gerade mein Feuer aus Versehen verlernt. Dreck. Wo kann ich denn Slots kaufen? Fragezeichen. Hier in den Gavas Garden kann ich das nicht. Das ist kacke. Wo kommen die denn her? Warum ist die einfach so vor meine Flinte gelaufen? Ah, die Knete dabei. Ist nicht schlecht. Okay. Der ist immer noch zu. Vielleicht aber leer. Lass mich eben überlegen, wo kam ich her? Da geht's nicht lang, da nicht da. Der Pfeil zeigt mir gerade, glaube ich, den richtigen Weg. Ja, hier lang. Oh, es ist schon wieder so ein Granatenfuzzi. Ui! Oh! Warum sind hier denn zwei von den Bastarden? So. Okay, machen wir es mal anders. Wir gehen mal auf Telekinese. Wie soll ich dir helfen? Okay, nur zu! Du kommst sowieso zurück! Alter Saftsack. Wie gefällt dir mal das Telekinese-Ding, hä? Spitze, oder? Achso, hier bin ich bei Cure All. Da habe ich das. Ah, okay. Ah, da vorne ist eine Granatenkiste. Ah, ist wieder leer. Dass sie mir auch keine Granaten geben wollen, ne? Finde ich voll unfair. Irgendwo hat er doch auch eine Granatenkiste. Da vorne ist eine Granatenkiste. Ist auch leer. Toll. Puh. Weiter. Der Parasit hat ein Auge auf Rapture geworfen. Halten Sie Ausschau nach ihm. Da vorne ist ein Kinderverkaufsautomat. Ich
möchte nämlich eine gute EVE-Spritze kaufen. Oder? Bleib ich dir noch? Noch zwei. Ich kaufe mir eine. Gut. El Amo? Der hat nur Muni. Brauche ich eigentlich nichts. Ich habe genug. So ein bisschen Schrot nachfüllen. Mit vier Kugeln läuft sich besser rum als mit einer. Und dann mit einem Kampf nachladen. Also ich habe hier doch irgendwo auch den, wer ist mal? Ja, da habe ich den Medi-Automat stehen lassen. Da hatte ich mich für 10 Dollar. Da konnte ich auch noch rein. Bevor ich weitergehe, werde ich dann nochmal einen Abstich hier reinmachen. Warum war ich denn hier... Ah, genau, es ist damals dunkel geworden. Das hat mich erschrocken. Ah, ich kenne den Code nicht. Kann ich hier also nicht weiter? Da genau hatte ich diese eine Maschine, die mich abgeballert hat. Hier. Oh ja, hier wurde ich erschrocken. Es ist immer noch dunkel da hinten. Hier ist hier niemand. Außer eine Leiche. Ich dachte, hier steht irgend so ein blöder, verrückter Arzt oder so. 4 Dollar. Und da ist ein Security-Expert. Neues Tonikum, Security-Expert. Security-Expert ist das neueste Ergänzung der Hex-Smart-Produktpalette und wurde entwickelt für Hacker, die sich auf die Deaktivierung elektronischer Sicherheitsmaßnahmen spezialisiert haben. Verringert den Schwierigkeitsgrad beim Hacken von geschützten Bots und Kameras. Nachdem ich Tempo-Hacker schnabe, nehme ich natürlich den auch mit. Sehr cool. Nichts drin im Schrank. Gruselig. Du bist doch schon durchkrank. Und du bist tot. Gar nicht gesehen, den alten Spasten. Sahne. Haben wir hier rausgesprungen? Ich weiß es nicht. Ich, auch wenn ich es schon 10-mal gesagt habe, ich hasse es, dass die Gegner hinter mir respawnen. Es gibt nichts Ekeligeres. Gut, ich muss... Leer. Da lang. Da rein muss ich. Gehen wir. Die Tür ist immer noch zu. Ja. Mir gefällt das Geräusch nicht. Warum macht einer... Hört ihr das? Nicht schön. Nee. Oh, ich überlege gerade, ob ich mal hier ein Safe-Game machen soll eben. Du baust nichts als Scheiße. Ich will dir nicht wehtun. Aber manchmal geht's nicht. Es ist ein Verbrechen, sich einer Little Sister... Oh! Nähern Sie sich niemals einer Little Sister. Ich hab versprochen, dir nichts zu tun. Wirf doch. Zu hoch. Na komm. Das ist ein Standardverfahren. Wow. Da haben wir nicht gerechnet, dass nur der zweite wirft. Spielen wir Tennis mit seinen Granaten oder was? Ey, ich muss die höher bekommen irgendwie. Das kann nicht sein.
war nicht schlecht. Ah, jetzt ist es explodiert. Vollkommen und ganz. Da ist auch so eine Kassette mit Granaten. Ist hier noch einer? Ah, fast tot. Ist da noch einer? Toxisch, septisch, unhygienisch! Viele von denen da sind, ne?